Liebe Freunde, willkommen wieder bei Fortnite Battle Royale. Danke wieder fürs Einschalten heute. Ja, ich freue mich sehr, dass aktuell viele so ein bisschen versuchen oder mit hier zusehen, wie ich langsam dieses Spiel verstehe und beherrsche. Ich frage mich doch immer, wie ich am besten schnell lande. Habe ich immer noch keine Ahnung, wie. Ich probiere es einfach, ich kriege es aber nicht so richtig hin. Ah! Ich bin rausgeklickt. Sehr clever. So, Tür zu. Ich finde nichts. Sehr gut schon mal. Wenn man nichts findet, freut man sich, dass man auch... Da hat man halt keine Probleme, ne? Wenn man nichts hat, dann kann man auch nichts verlieren, Freunde. So ist die Regel. Oh! Ja, Freunde, wieder eine Minigun gefunden. Wieso finde ich die andauernd? Andere finden die gar nicht. Ich finde sie andauernd. Gute Sache. Ja. Freunde, das ist wieder die Minigun am Start. Wird schon langsam langweilig, die andauernd zu haben, ne? Ist ja nichts Besonderes mehr. So. Heilung. Also, Schutzschild. 100% Schutzschild, Freunde. So. Haha. Ich habe keine Ahnung, wo die Gegner sind. Ist mir aber gerade schnurps egal. Ich möchte nämlich gerade lieber leben. So, ist hier noch was drin? Nehmen wir doch mit hier. Hallo. Hallo, du da. Kannst du bitte rauskommen? Ich möchte dich gerne töten. Ich würde sie gerne töten, aber... Ich habe keine Ahnung, wo die ist oder was sie macht. Ist sie da drinne? Chillt sie da jetzt rum? Da hinten ist noch ein Medikasten. Glaube ich, sah es von hier so aus. Ja, ist noch. Ich gehe mal darüber. Geronimo. Oder auch nicht. Fast. Hallo. So, Problem erledigt. Merkt man, dass ich konzentriert bin? Ja, ne? Okay, ich nehme das mal so mit. Ich nehme stattdessen mal das hier mit, oder? Oder statt eine Schrot nehme ich das doch nochmal mit. Wer weiß, vielleicht brauche ich es nochmal. Ich kann das ja jetzt aktuell nicht benutzen. Ne, kann ich nicht. Und ich will das andere Schild mir irgendwie noch aufbewahren. Ne, das wäre jetzt ja Verschwendung eigentlich. Ich bewahre das noch auf. So, stackt sich das? Ja, wunderbar. Erstmal nochmal danke fürs Einschalten. So, ja, die letzte Folge kam wieder relativ knorke bei euch an. Das freut mich sehr. Dass, wie gesagt, Leute, das zusehen, wie ich langsam das Spiel lerne. Es gibt da auch viele Kommentare. Einer war zum Beispiel wegen dem Hotkey. Ja, du musst alles eigen legen, Hotkey. Ne, komplett eigen. Sonst bist du halt ein Noob. Das wurde also so geschrieben. Und... Du hast gefälligst auf der 2 zum Beispiel das Sturmgewehr zu haben, auf der 3 die Schrotflinte, auf der Taste dann das andere und so. Heilung auf 5 und so. Also richtig so eine Reihenfolge, wie es sein muss. Ist das nicht egal? Ich meine, ich kann jetzt die 2 drücken und habe Medikit in der Hand. Oder die 3 in dem Fall. Deswegen ist das nicht eigentlich egal. Hauptsache, ich drücke eine Taste. Und schaffe es durch diese Taste, die Waffe in der Hand zu haben? Oder sehe nur ich das so? Sehe ich das komplett falsch? Frage für einen Freund. Moment mal. Nehme ich mal mit. Kurz einmal mich wieder voll machen hier. Wir waren gerade ein bisschen in der Bredouille. So, das auch noch. Wie gesagt, ob ich jetzt die 3 drücke oder die 6, ich komme an alles eigentlich relativ gut und schnell ran. Boogie-Bombe. Selten.
Was sie macht, weiß ich noch nicht so genau, aber ich glaube, die lässt, glaube ich, die Leute tanzen oder so, ne? Irgendwie sowas. Da bin ich mir noch selber unsicher. Das sehe ich aber dann, wenn ich sie mal benutze. Ah, ja, das soweit dazu. Ich habe auch viele liebe Kommentare, wie immer. So, hey, in vielen Situationen finde ich das toll, wie ruhig du bleibst. Ich wäre schon abgedreht. So, mit einem Kämpfen, dass ich da die Ruhe bewahren habe. Und so finden viele auch toll und schreiben dann ja, dass sie da gerne zusehen, ne, wie ich das da langsam meistere. Das freut mich auch sehr. So, 2 Kills haben wir wieder. Kann ich das eigentlich so machen? Ja. Okay. Ich lege das mal um hier. Ich mache das jetzt trotzdem mal so. Bam. Ich habe ein bisschen Angst. Das MG ist eigentlich relativ stark, glaube ich, wenn man damit richtig trifft. Ne? Ich brauchte ein paar Einläufe. Bis ich da vernünftig was getroffen habe. Da hinten ist da was Episches? Nee, das sieht nur so aus. Ja, hinten komme ich gar nicht an. Viel zu weit weg, der junge Mann. So, dafür ist das super, ne? Um so Sachen zu zerstören. Da ist noch so eine goldene Truhe im Wasser hinten, aber ich glaube, da komme ich nicht hin. Ohne gesehen und getötet zu werden. Bin mir aber unsicher. Ich probiere es mal. Habe ich Holz? Ich habe Holz. Kann ich mich nicht rüberbauen? Ist das nicht sicherer? F2 drücken. Ah, tatsächlich. Go, go, Power Muri. Ich komme. Ja. Wow. Mann, hab ich gutes Zeug bekommen. Wow. Kappa. Wow. Manchmal bekomme ich echt einen Dreck, ne? Au! Hört mal auf, an mich zu schießen, bitte. Danke, jetzt habe ich schon wieder meinen Schutzschild verloren. Finde ich persönlich nicht so geil, um ehrlich zu sein. Keine Ahnung, von wo ich übrigens wieder beschossen worden bin. Ich werde beschossen. Ich habe keine Ahnung, von wo. Ich sehe halt keinen, ne? Ah, da ganz hinten. Oh mein Gott. Der Blödmann. Jetzt habe ich mein gutes Schild verloren. Wie schnell man das aber auch verliert, ne? Das wäre auch richtig krass. Ist halt echt schnell weg. So, wir müssen in die Richtung. Dann laufe ich da mal langsam hin, ne? Ist ganz schön weit weg. Ich lasse den Typ da hinten mal sein Ding machen. Ich gehe mal Richtung Border. Ach man, ich glaube, ich werde niemals in Fortnite gewinnen. Ich glaube, ich werde niemals in Fortnite gewinnen, so. Dafür bin ich einfach zu doofi. Kann ich so einen großen Baum auch abbauen? Ja! Und immer auf das Blaue hauen und mein doppelten Schaden wurde mir sehr oft geschrieben. Sehr oft. Also, der schießt jetzt nicht auf mich, der Blödmann. Ah, gleich geht die Border weiter. Übrigens, genau, ich habe jetzt das weiße Headset hier. Das ist ja das Rocket Khan, das habe ich jetzt in weiß. Und ich habe die neue Rocket Horde. Ne, das ist auch eine neue Tastatur von Rocket, die Rocket Horde. Wenn ich damit jetzt gewinne, dann nur wegen der neuen Rocket Horde Tastatur. Und bisher spielt sich die echt gut. Also, ne, keine Probleme oder so. Ganz geschmeidig, Freunde. So, da hinten kommt der Typ, der mich die ganze Zeit schon verfolgt hat. Da unten ist er. Kann man den irgendwie abfangen und töten, weil er mir auf den Sack ging? So als Rache?
So. Haha! Rache! Dafür, dass du mich abgefuckt hast! Ja! Schnell voll heilen! Das war Rache! So, alles mitnehmen hier, alles mitnehmen, Freunde! Shit, da kommt die Border! Als ob da einfach einer steht. Was wollt ihr alle von mir? Muss ich das verstehen? Ich bin jetzt einfach außerhalb der Border. Ich werde höchstwahrscheinlich sterben. Ah, hab ich ein Glück. So, ich würde gerne die Medikits mitnehmen. Und statt die Schrotti nehme ich das mit. So, jetzt muss ich mich aber beeilen hier. Haben wir noch irgendwie so ein Sprungpad oder sowas? Was ist das hier? Knisterndes Lagerfeuer. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, ich werde sterben. Höchstwahrscheinlich. Oh, ist das ärgerlich. Ah, ich hoffe, ich schaffe das noch in die Border. Das wäre richtig schön. Dammit. Ich habe nicht so viel Heilung. Ich habe nicht so viel Heilung, wie ich Leben verliere. Wie soll mir das denn gehen? Guckt euch mal, wie viel Leben ich verliere. Wie blöde ist das bitte? Oh, shit, shit, shit. Oh, shit, shit, shit. Los. Heilung, 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 Heilung. Heilung, Heilung. Ich muss jetzt ganz viel Medikits hier nehmen. Leute. Ah! So, noch eins. Und jetzt aber los hier. Ich schaff das nicht mehr, oder? Die ist viel zu weit weg. Elfter. Warum sterbe ich immer an dummen Tonen? Ich dachte jetzt, in letzte Folge falle ich einfach runter. Diese Folge sterbe ich an der verkackten Border. Warum habe ich durchgehend dumme Tode? Ich sterbe immer dumm. Und das ist einfach traurig. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt so. Oh, ich bin einfach, es ist einfach dumm. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar. Wir hatten 4 Kills, Platz 11. Aber es war wieder ein dummer Tod, Mann!